Hallo und herzlich willkommen. Jetzt haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema, was immer eine Rolle spielt, nämlich der Haushalt reinigen. Das sollte man eben regelmäßig, sonst sieht es irgendwann mal aus wie in der Messi-Wohnung, die man dann in irgendwelchen Fernsehsendern sieht. Und das möchten wir alle nicht. Reinigen in gewissem Maße, das tue ich auch immer. Also ich würde jetzt mal behaupten, für einen Single ist meine Wohnung, also für einen Single-Haushalt ist meine Wohnung recht sauber. Aber jetzt kommen wir zu diesen Temperaturen. Wir haben jetzt dauernd über 30 Grad. 35, 36 bis zu 38 Grad. Und dann tut jede Bewegung schon fast weh. Man sitzt einfach nur da und ist schon pitschnass. Und dann kommt der Gedanke, aber ich muss doch trotzdem mal hier überall durchsaugen und ich muss doch trotzdem mal die Fenster putzen. Ja, ich zeige Ihnen jetzt, wie das ganz einfach geht, ohne sich körperlich anzustrengen. Ein Punkt kommt auch noch dazu, gerade Staubsaugen. Wann wird es denn wieder kühler? So nach 22 Uhr. Im Moment haben wir so um 9:30 ungefähr Sonnenuntergang und danach wird es dann ein bisschen kühler. Dann könnte ich da wieder saugen. Dann kommt wieder die Hausordnung. Bitte keinen Staubsaugen, weil das so laut ist. Nach 22 Uhr. Denke ich auch wieder, wuff. Aber jetzt kommen wir zu unserem Staubsaugerroboter. Der hat ganz, ganz viele Vorteile. Erstens mal, und das ist für mich der größte Vorteil, als natürlich fauler Mensch, der ich nun mal bin. Und das gebe ich auch ganz offen zu, weil er macht alles von allein. Ich brauche nur die Fernbedienung in die Hand nehmen und muss ihn einschalten oder auch programmieren. Und dann macht er meine ganze Wohnung, sämtliche flachen Böden, macht er dann in 0, nichts sauber. Er saugt und saugt und saugt. Und jetzt kommen wir wieder zu der Lärmbelästigung, die wir ja bei einem normalen Staubsauger haben. Sie wissen es alle, wenn der Staubsauger läuft, höre ich nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr telefonieren. Der Fernseher, der kann laufen, wie er will. Ich höre es einfach nicht mehr. Hier haben wir jetzt, und das wurde auch getestet, nämlich haben wir eine Lärmbelästigung in Anführungsstrichen von gerade mal 50 Dezibel. Das ist verschwindend gering. Der ist ultra leise. Selbst wenn ich leise Musik noch hören will, während der Staubsauger saugt, kann ich das bequem tun. Und wir haben hier eine Höhe, die gerade mal 8 cm beträgt. Und das heißt, mein Staubsauger, der kommt auch überall hin. Wir sehen die Bürsten, die rotierenden Bürsten, die jetzt den Schmutz nach innen an die Saugleiste praktisch transportieren und dann vom Staubsauger aufgesaugt werden und hier in dem Staubbehälter dann eingefangen werden. Übrigens beutellos, das ist ein Permanentstaubbeutel, den ich dann ganz einfach am Mülleimer ausleere und dann kann es losgehen. Ich muss nicht mal zu Hause sein, denn ich habe die Möglichkeit, bei diesem Staubsauger auch Putzprogramme, Wochenputzprogramme zu programmieren. Er erkennt durch seine neuen Sensoren und den zusätzlichen Bumper, den wir hier haben, Hindernisse und weicht denen dann geschickt aus, ohne die irgendetwas zu beschädigen. Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist so, also hier mit diesem Staubsaugerroboter, wie wir früher gesprochen haben von den Heinzelmännern. Ja? Ich komme nach Hause von Einkaufen oder von der Arbeit und meine Wohnung ist durchgesaugt. Und genau das ist jetzt möglich mit diesem Sichtler Staubsauger-Roboter, der wirklich sehr, sehr intelligent ist. Wir gucken uns jetzt auch mal nicht in Action, sondern in aller Ruhe von unten an. Und dann werden wir hier diese Technologie auch ruckzuck verstehen. Wir sehen hier ringsherum verschiedene Sensoren, die jetzt Hindernisse, Abgründe oder Ähnliches erkennen und gleichzeitig auch stark verschmutzte Stellen erkennen und dort dann nochmal gründlich nachsaugen. Hier sehen wir diese nach innen rotierenden Bürsten auf beide Seiten und die transportieren den Staub, der gefunden wird, oder die Tierhaare oder Ähnliches jetzt nach innen hier zu dieser Saugleiste. Und hier wird es aufgesaugt vom Staubsauger, der hier drin ist. Und das nochmal mit einer sehr, sehr leisen Laufleistung. Wie gesagt, gerade mal 50 Dezibel. Was auch schön ist, diese Akkuleistung. Sie sehen, der muss ja per Akku laufen. Geht bis zu 2 Stunden ununterbrochen saugen. Und was passiert dann? Dann bleibt nicht etwa der Staubsaugerroboter irgendwo stehen. Nein, sondern dass der Staubsaugerroboter merkt, wenn sein Akku zur Neige geht, unterbricht seine Putzarbeit und fährt automatisch dann zurück auf die Doggingstation hier, also die Garage, wie auch immer, auf die Ladestation, die Sie bitte irgendwo natürlich auf dem Boden platzieren, damit der Staubsaugerroboter die dann auch findet. Und wenn er dann wieder aufgeladen ist, dann saugt er einfach nach Ihrem programmierten Plan weiter. Und man muss nicht immer programmieren, ich kann auch direkt die Fernbedienung in die Hand nehmen und ihn direkt losschicken, wenn mal ein kleines Malheur passiert ist. Aber
Das Schöne ist, ich muss nicht dabei sein und das Schöne ist, ich muss mich nicht anstrengen. Also gerade bei diesen Temperaturen, wirklich jede Bewegung treibt einem ja schon das Schweiß, den Schweiß auf die Stirn bzw. der Rücken wird nass und man möchte es einfach nicht. Man weiß, es muss getan werden, an heißen als auch an kalten Tagen, aber ach, man wehrt sich dagegen. Und jetzt braucht man sich nicht mehr wehren, jetzt drücke ich nur noch den Knopf bzw. programmiere einmal und egal wie kalt, wie heiß es draußen ist, der Staubsaugerroboter, der übernimmt die Arbeit. Für Sie. Sehr, sehr laufleise, sehr, sehr effektiv. Der kommt unter jeden Schrank, der saugt auch unterm Bett und unter der Kommode und er stört Sie nicht. Und gerade wenn man auch Haustiere hat, ist ja, glaube ich, fast schon tägliches Saugen angesagt, wegen der Tierhaare, die überall sind. Dann gibt es auch noch Hausstauballergiker, die müssen auch täglich saugen. Aber gerade wenn man Katzen zu Hause hat, und das sind ja einige Millionen, dann hat man überall Haare. Und das Schöne ist, diese Haare, die haben so kleine Widerhäkchen, die findet man dann plötzlich an sämtlichen Kleidungsstücken wieder. Denkt immer, wie kommen Katzenhaare an den Mantel, der im Schrank war, oder an den Socken. Und selbst wenn man die Kleidungsstücke aus der Waschmaschine rausnimmt, sind noch die Katzenhaare dran. Deshalb öfter mal saugen und das jetzt nicht von Hand bei der Hitze, sondern einfach diesen Staubsaugerroboter programmieren. Und der saugt dann alle ebenen Flächen, ob das Parkett, Laminat, PVC ist oder dann natürlich auch Teppiche, auch da saugt er effektiv drüber und kommt in jede Ecke. Ich muss ihn nicht beaufsichtigen. Ich werde niemals Probleme mit meinen Nachbarn wegen Lärmbelästigung bekommen. Und ich kann auch mal außerhalb der normalen Zeiten, also nach 22 Uhr zum Beispiel, meinen Staubsaugerroboter einsetzen. Also in meiner Kindheit hat man sich so immer vorgestellt, das haben Sie vielleicht auch gemacht, auch wenn es doch einen Roboter gibt für das, dann möchte ich es nicht selber machen. Oder wenn dann die Mama oder die Oma mal gesagt hat, jetzt saug mal dein Zimmer und mach mal sauber. Und ich habe mir gedacht, ach Mann, jetzt ein Roboter. Ja, das war damals absolute Zukunftsmusik, das ist es heute nicht mehr. Und ich habe hier verschiedene Tests und ich muss sagen, ich bin sowas von begeistert. Übrigens auch die Lisa ist begeistert. Die kennen Sie vielleicht, die sehr, sehr bekannte Frauenzeitschrift, die unseren Staubsaugerroboter vorgestellt hat. Aber hier habe ich natürlich noch etwas von Staubsaugerberater, was ich Ihnen nicht vorenthalten will. Und hier stehen ganz klare Sachen, sehr, sehr hohe Saugleistung, sehr leise im Laufen und es ist einfach kein Modell und ein sehr günstiges Modell mit einem Anschaffungspreis von gerade einmal circa 180 Euro steht hier. Ein absolutes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis nach meiner Meinung. Mit gerade mal 50 Dezibel, einer der leisesten Saugroboter, die im Moment auf dem deutschen Markt angeboten werden. Und jetzt sind wir noch mal weit unter 180 Euro, denn wir haben ja den TV-Sonderpreis mit 161,41 Euro. Hier noch weiter. Weitere Hinweise, die ich sehr, sehr interessant finde, nämlich bei Treppenabsätzen hat uns der Saugroboter nicht ein einziges Mal enttäuscht, auch wenn er teilweise etwas rasant auf den vermeintlichen Tod zufährt, bremst der Roboter ausnahmslos immer vorher ab und wechselt die Richtung. Tipptopp. Und das ist unser Fazit hier. Saugergebnis, das sehen Sie hier auch deutlich mit Konfetti, mit Kaffee, mit allen möglichen Bedingungen haben wir hier ein hervorragendes. Und ich kann Ihnen noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unser Regisseur, der hat zwei Katzen zu Hause und hat gesagt, das war die wertvollste und die beste Anschaffung, die er jemals für den Haushalt getätigt hat. Diesen Sichler Staubsaugerroboter, weil Sie wissen das, wenn man Katzen hat, dann muss man einfach noch mal ein bisschen öfter saugen. Und das kann ich jetzt machen lassen. Und da sehen wir, das ist der Stefan mit seinen zwei Katzen. Ich frage ihn mal, Stefan, wie heißen denn die zwei Katzen? Das interessiert uns jetzt natürlich auch, ne? Cäsar und Kleopatra. Hoppla, jetzt bin ich auf den Anschalter gekommen, aber da sehen Sie, wie schnell der schaltet. Ich wollte Ihnen eigentlich was ganz anderes zeigen, nämlich den Staubbeutel. Den gucken wir uns gleich an, aber erst gucken wir uns noch mal Presseberichte an von unserem Staubsaugerroboter. Testurteil gut, 1,9. Ein zuverlässiger Saugroboter zum Spitzenpreis. Und das Ganze von testergebnis.net. Ganz, ganz aktuell im Dezember letzten Jahres, also auch hier getestet. Natürlich ist das ein Ganzjahresprodukt. Ich habe vorhin nur gesagt, bei dieser Hitze ist
ist ja doppelt belastend, den schweren Staubsauger hinter sich her zu schleifen und rumzuschinden. Und das kann ich jetzt ganz, ganz einfach machen. Hier sehen wir natürlich auch ein Filtersystem. Das heißt, der Staub wird rausgefiltert. Wir haben hier 0,4 Liter Staubbehälter. Also ich denke, das wird mal eine Weile reichen. Und nach jedem Staubvorgang oder abends, wenn Sie heimkommen, schauen Sie einfach mal, wie viel drin ist, leeren es aus und danach den Staubsaugerbehälter einfach wieder hier rein. Natürlich richtig rummachen, so, und dann den Deckel zu und dann kann er wieder weiter saugen. Und das finde ich eben auch so intelligent. Ich muss mich über die Stromversorgung meinen Staubsaugerroboters nicht kümmern, weil hier das einfach irgendwo an einer Stelle, die nicht stört, am Boden platzieren. Und der Staubsaugerroboter findet das automatisch, dockt hier auf diesen Schienen an und lädt sich dann von alleine wieder auf, bevor er dann wieder auf die nächste Tour kommt. Einen kleinen Reinigungspinsel haben wir noch dabei. Und damit kann ich dann auch mal wieder den Staubbehälter richtig sauber machen, wenn er auch mal ein bisschen nass geworden ist oder ähnliches. Ersatzbürsten haben wir dabei. Das ist das Einzige, was irgendwann mal leicht verschlissen werden könnte, so nach einem halben Jahr, Jahr oder so, dass dann die Bürsten ein bisschen verschlissen sind. Aber da haben wir gleich Ersatzbürsten dabei. Und so werde ich lange, lange Freude daran haben. Ich kann den wirklich täglich einsetzen, ohne mich anzustrengen. Entweder direkt zu einschalten per Fernbedienung oder dann natürlich mit dem 7 Tage Putzplan, wo ich sagen kann, komm, heute Wohnzimmer, morgen gehst du mal rüber ins Kinderzimmer oder den ganzen Tag einfach oder jeden Tag jedes Zimmer saugen lassen. Es ist so einfach oder kann so einfach sein, einen ordentlichen Haushalt zu haben. Und das ist natürlich auch das richtige Produkt für mich. Ich bin von Haus aus bequem. Manche sagen sogar so, ich tendiere zum Faulsein, aber das ist eigentlich nur, ich möchte effektiv arbeiten. Mit dem wenigsten Aufwand den größtmögliches Ergebnis erzielen. Und das mache ich hier, indem ich einmal 161,41 Euro investiere. Und das größtmögliche Ergebnis ist, ich habe immer saubere Böden. Auch unter den Betten, wo man mit dem normalen Staubsauger gar nicht unbedingt hinkommt, weil man sich nicht so verrenken möchte und sich dann wundert, wo denn der ganze Staub herkommt, die ganzen Staubmäuse. Hier einfach einmal täglich durchsaugen lassen, durch die ganze Wohnung. Und Sie haben dann alles im Griff. Sehr, sehr sauber und gezielt und natürlich mit tollen Presseberichten. Und das ist eben ein Saugroboter, der besticht durch seine Art und Weise der Bauart mit den neuen Sensoren, dann natürlich durch sein gründliches Reinigen und dann auch durch diese ganz, ganz leise Lauf- oder Saugleistung mit 50 Dezibel, kann man schon fast flüsterleise sagen, sodass es Sie und auch Ihre Nachbarn nicht stören wird. Und das ist eben eine tolle Sache. Holen Sie sich den Staubsauger-Roboter nach Hause. Wenn Sie Tiere haben, auf jeden Fall. Wenn Sie keine Haustiere haben, dann hilft es Ihnen trotzdem. Das Ganze mit der Bestellnummer NC 5724 und der 569 für gerade mal 161,41 Euro. Das heißt auch gleich Porto und Versand kostenfrei. Wird er Ihnen ins Haus geliefert. In 2, 3 Tagen ist er da. Das heißt, der nächste Großputz, der ansteht, den lassen Sie schon machen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, was ich nicht nur im Sommer nicht mag, und das ist Fensterputzen. Und auch da gibt es natürlich mittlerweile einen Roboter. Einer unserer Bestseller, kein Wunder, weil der hat wirklich sämtliche Auszeichnungen erhalten. Wir beginnen gleich mal bei einer Auszeichnung, die mich besonders beeindruckt hat. Die möchte ich Ihnen mal zeigen. Da bücke ich mich jetzt mal und dann schauen wir uns das hier mal genau an. Sie sehen hier eine Urkunde und diese Urkunde ist von der Erfindermesse in Nürnberg. Und da gab es für unseren Staubsauger, für unseren Fensterputzroboter, da sehen wir es, die Goldmedaille. Also bei der letzten Ideen- und Event-Erfindungsmesse wurde er ausgezeichnet. Und das spricht, glaube ich, schon mal für unseren Fensterputzroboter. Also das nur mal als kleiner Hinweis. Wunderbar. Und hier sehen wir diesen Fensterputzroboter auch in Aktion. Einfach ansetzen, an den Fenster, Start drücken, eines der Programme zum Beispiel auswählen oder manuell sagen, links, rechts, hoch, runter. Die Automatikprogramme sind so hervorragend, dass Sie sofort vom Putzergebnis begeistert sein werden. Ganz egal, ob Sie die Fenster innen oder außen putzen wollen, da macht der Fensterputzroboter überhaupt keinen Unterschied. Der Unterschied für Sie ist, Sie brauchen sich körperlich überhaupt nicht anzustrengen und haben auch kein Gesundheitsrisiko. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich sehr, sehr alarmierend fand. Nämlich, ich habe eine Statistik gelesen, Bundesamt für Statistik, über 10.000 Tote
im Haushalt, bei Haushaltsunfällen im Jahre 2015. Das sind fast dreimal so viel wie auf deutschen Straßen verunglücken. Und die meisten davon übrigens bei Stürzen, zum Beispiel beim Fensterputzen. Ob das Außenfenster sind, wo man dann das Gleichgewicht verliert, oder weil die Fenster ein bisschen höher sind, man steigt auf Leitern oder ein bisschen unsicherer Hocker oder Stühle und stürzt dann. Das alles können wir vermeiden hier mit unserem effektiven Fensterputzroboter, der hier auch verschiedene Sensoren hat, die den Schmutz erkennen, die Kanten erkennen. Und jetzt geht's hoch und runter, links und rechts. Mit Mikrofaserpads wird der Schmutz aufgenommen und in den meisten Fällen spare ich mir sogar enorme Mengen noch an Putzmaterial. Aber auch wenn unser Roboter Fensterputzroboter heißt, kann der noch wesentlich mehr. Im Prinzip ist es ein kompletter Haushaltsreinigungsroboter, denn alle ebenen Flächen kann ich mit dieser tollen, tollen Technologie reinigen. Fenster natürlich, das ist das, glaube ich, Deutschlands unliebstes Haushaltskind, Fenster putzen. Aber auch die Fliesen, zum Beispiel im Bad. Das sind ja rundherum, sind Fliesen. Und irgendwann sagt man mal, ich will jetzt Fliesen putzen. Und dann putzt man stundenlang Fliese für Fliese. Das kann ich jetzt auch einfacher haben. Ich setze einfach diesen Fensterputzroboter auf den Fliesenspiegel an. Und das ist ganz, ganz intelligent von der Technik her gemacht. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier unten, durch diese kleinen Löcher wird ein Unterdruck, sobald ich den einschalte, aufgebaut. Und zwar unter jedem einzelnen Loch. Das heißt, hier wird der Roboter angesaugt, wird durch diese Räder hier angetrieben, damit er auch über die Fläche geht. Und jetzt bin ich zum Beispiel mal im Bad. Und im Bad habe ich nicht nur eine ebene Fläche, sondern zwischendrin auch die Fugen. Und das schluckt der ganz, ganz einfach. Der fährt über alle Fugen. Geht natürlich auch in der Küche beim Fliesenspiegel. Geht auch mit großen Spiegeln oder Spiegeltüren. Also wie gesagt, alle ebenen Fläche. Das Putzergebnis begeisternd, Fenster streifenfrei. Und wenn es mal sehr, sehr stark verschmutzt ist, dann mache ich einfach auf die vier Ecken unseres Putzroboters bzw. des Reinigungspads einen Tropfen Reinigungsmittel und dann habe ich schon das Ergebnis, was ich sonst mit stundenlanger Handarbeit vielleicht mal erzielen könnte. Hier ganz einfach ohne Anstrengung. Jetzt sind wir mal ehrlich, mit jedem Jahr, dass wir älter werden, und das merke ich schon, ja, geht es einfach nicht mehr so gut mit dem Putzen. Wir sind nicht mehr so einfach auf den Stuhl hochgehopst und auch wenn es runtergeht an den Boden, dann tun schon mal die Knie weh. Man sagt, man spricht ja auch irgendwann mal vom knackigen Alter und das habe ich jetzt langsam erreicht. Jeden Morgen knackt es irgendwo anders und gerade auf den Knien rumrutschen, um unten die Fenster zu putzen oder auch die Fliesen im Bad oder in der Gästetoilette, möchte ich nicht mehr so unbedingt, weil es enorm körperlich anstrengend ist. Dann natürlich noch auf Stühle steigen, Leitern, Hocker oder Ähnliches. Auch das möchte ich eigentlich nicht mehr, weil ich mich dazu unsicher fühle mittlerweile. Und das wird auch bei mir in den nächsten Jahren noch zunehmen. Und so kann ich das einfach und bequem machen. Ich setze ihn an die zu reinigende Fläche, schalte ihn ein, gebe ihm einen kurzen Impuls mit der Fernbedienung und dann putzt er. Entweder eines der drei Reinigungsprogramme, die dann sehr, sehr effektiv sind, oder ich steuere ihn einfach manuell hoch, runter, links, rechts. Das kann ich auch machen. Am Anfang ist es meistens so, dass man selber ein bisschen steuert und nachher sieht man ja, dass es wunderbar funktioniert. Das heißt, dann gibt man Automatikprogramme. Und neben der Auszeichnung hier von der Erfindermesse haben wir natürlich noch viele, viele Presseberichte. Zum Beispiel auch die Lisa hat ihn erwähnt, unseren Fensterputzroboter. Und das steht alles unter der Überschrift ohne Streifen, ohne Schlieren. Und da ist er als ja, Putzroboter von Zauberhand vorgestellt. Das finde ich schon mal toll. Die Welt hat ihn berichtet. Dann Smart Home hat 4 von 5 Sternen gegeben. Kompakter, gut verarbeiteter Fensterputzroboter, der seine Stärken auf großen Glasflächen ausspielt. Für all diejenigen eine perfekte Unterstützung im Haushalt, die wenig Zeit und Lust aufs Fensterputzen haben und denen jetzt zum Beispiel auch viel zu heiß ist, um richtig zu putzen. Und deshalb lasse ich doch lieber putzen. Weil glauben Sie mir, unserem Fensterputzroboter ist es ganz egal, ob es draußen minus 10 oder plus 35 Grad hat. Das ist ganz egal. Hier sehen wir auch, da haben wir Fenstersauger-Test. Da haben wir 4,5 von 5 Sternen. Wir möchten den nicht mehr missen. Also das ist die Produktbezeichnung PR041V3 für die dritte Version, die dritte Generation. Wir möchten ihn nicht mehr missen. Fazit gut, 4,5 von 5 Sternen. Und so geht das weiter. Hier, Hausgerätetest. Bei großen Fenstern und zu reinigenden Flächen zeigen sich die wahren Stärken des Sichlers. Die Zeit, die Fenster sind nach dem Wischen sauberer als vorher. Und man kann auch im Dunkeln putzen.
Hier, ich persönlich, da haben wir noch von TechStage, ich persönlich lasse zukünftig nur noch Fenster putzen, also lasse nur noch Fenster putzen, werde mir das praktische Gadget nicht zulegen wegen der großen Menge an. Wegen der großen Menge an Glasflächen bei mir zu Hause zulegen, auf jeden Fall zulegen und das Ganze auch von 16. Guter Rat hat ihn mit 2,2 mit gut bewertet und auch Dr. Harald Karcher hat gesagt, erleichtert das Fensterputzen, besonders praktisch für Dachfenster und bei bodentiefen Scheiben. Die bodentiefen Scheiben, die hatte ich vorhin schon mal angesprochen, das stimmt, ich muss eben nicht mehr auf den Knien rutschen. An die Dachfenster, die hatte ich noch gar nicht erwähnt. Auch hier natürlich die Dachschräge, oftmals ein Riesenproblem. Problem jetzt nicht mehr. Anderes Thema sind natürlich auch Wintergärten, die ja erfahrungsgemäß sehr, sehr große Glasflächen haben und oftmals auch eben eine Dachschräge aus Glas, die ich im Normalfall fast nicht geputzt bekomme. Hiermit überhaupt kein Problem. Innen ansetzen, außen ansetzen, reinigen lassen. Sie können die Zeit für andere Sachen, für schönere Sachen nutzen und haben jetzt auch Erholung für Körper und sind auf der sicheren Seite, weil wie gesagt, die Sturzgefahr beim Fensterputzen, sobald ich irgendwo hochsteige, die ist natürlich enorm. Hier, wenn ich mit dem Fensterputzroboter arbeite, ist sie bei null, weil ich nicht klettern muss. Das Einzige, was ich mache, ist, ich setze unseren Fensterputzroboter an die Fläche, die gereinigt werden soll, schalte ihn dann an, hier am Einschalter und schon saugt er sich an und putzt dann. Und jetzt sehen wir etwas, auch ohne Kabel ist er jetzt angesprungen. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Denn sollte mal ein Stromausfall sein, dann ist hier natürlich noch ein Reserve-Akku mit drin verbaut und dieser Akku sorgt dafür, dass der Roboter nicht abstürzen kann. Hier haben wir mal einen Direktvergleich. Ich sag mal, die typische Hausfrau von heute, die jetzt richtig schön das Fenster putzt und nebendran unser Fensterputzroboter. Sie haben gesehen, beide Scheiben gleich verschmutzt und beide Scheiben unter selben Voraussetzungen. So, hier wird jetzt schön mit Leder abgewischt und gereinigt und geputzt und dann nochmal eingestrichen und eingesprüht und poliert. Und dann sieht man später, glaube ich, im Putzergebnis rechts, das, was ich von Hand mache, hat immer Streifen. Am Anfang, solange es noch feucht ist, denkt man, oh, toll gemacht. Und dann guckt man, sobald die Sonne drauf scheint, wieder rein und denkt, wow, wo kommen denn die ganzen Streifen her und fängt nochmal von vorne an. Hier wird streifenfrei einfach gereinigt und das sehr, sehr effektiv in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Pro Quadratmeter gerade mal 2,5 Minuten. Das entspricht also 0,42 Quadratmeter pro Minute. Es ist einfach, es ist sicher und es ist jetzt endlich auch bezahlbar. Mit 284,91 Euro. Putzeimer weg. Einfach den Staubsauger, nicht Staubsauger, Fensterputzroboter ansetzen und ihm das Ganze machen lassen. Ich habe ihn bei mir zu Hause, ich habe so eine große Schranktür und da habe ich, glaube ich, ich habe immer drum gedrückt, die zu putzen und dann ging es gar nicht mehr anders. Und dann habe ich ihn versucht zu putzen. Ich war 4-5 Mal dran, immer wieder Streifen, es wurde einfach nicht sauber. Und dann habe ich mir den Fensterputzroboter geschnappt, habe ihn angesetzt auf diese Spiegeltür und in 0,0 hat, glaube ich, 5 Minuten gebraucht, maximal für meine große Spiegeltür, war hier alles sauber. Übrigens auch für Gewerbetreibende. Gehen wir mal einen ganz anderen Aspekt hervorragend, weil hier man oftmals Fensterputzfirmen beauftragt, die, glaube ich, schon allein für einmal komplett reinigen mehr Geld verlangt und das dann alle 6-8 Wochen wiederkommt. Hier einmalig 284,91 Euro und die Bestellnummer sage ich noch, das ist die NC 3909. So, jetzt wird man plötzlich öfter Fenster putzen, weil wie oft putzen wir Fenster? Maximal 2-mal im Jahr, weil wir uns alle dafür drücken und es wirklich nur machen, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Jetzt können wir auch alle 4 Wochen mal die Fenster putzen. Überhaupt kein Problem, weil ich ja einfach nur den Roboter an die Scheibe legen muss. Auch Bad putzen, eben den Fliesenspiegel, überhaupt kein Problem mehr. Ich setze ihn immer an. Ich hatte es vorhin von den Putzpads, die wir hier haben. Wir haben da 2 Arten. Einmal ein bisschen grobfloriger, das ist einfach für, wenn ich trocken wische, was bei den meisten schon reicht, wenn Pollen oder Staub an den Außenfenstern ist. Und wir haben auch diese gelben, die ein bisschen feinporiger sind. Die sind dann zum Polieren, beziehungsweise auch, wenn es stärker verschmutzt ist, dann mache ich einfach wirklich nur auf die Ecken, auf die 4 Ecken mache ich so einen Spritzer ihres Reinigungsmittels, also des Reinigungsmittels ihres Vertrauens. Der Schmutz muss irgendwo hin, klar, der fängt sich selbstverständlich in diesen Mikrofaserpads und die kann ich auch immer wieder verwenden, indem ich sie jetzt einfach abziehe. Sie sehen, das geht unglaublich einfach per Klettverschluss. Jetzt kommt das schmutzige Pad in die Waschmaschine und das neue Pad setze ich einfach auf.
drücke es einmal an. Und Sie sehen, das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Einmal andrücken und schon ist das neue Pad installiert und ich kann weiter putzen. Vier dieser Putzpads, zwei gelbe und zwei blaue, sind im Lieferumfang enthalten, sodass ich also auch, wenn ein Pad mal schmutzig ist, trotzdem weiter putzen kann. Und wenn Sie sagen, ich habe schon lange Probleme mit meinen Fenstern, ich möchte die einfach nicht mehr putzen, es ist mir zu gefährlich oder ich bin körperlich dazu nicht mehr in der Lage oder ich bin einfach wieder Ralf, ich bin zu bequem dazu, ich möchte das lieber machen lassen, dann ist der Fensterputzroboter genau das Richtige für Sie. Die Bestellnummer ist die NC3909 und die 569er ist sofort lieferbar. Das heißt, er ist in 2-3 Tagen bei Ihnen. Und dann hat dieses Schreckgespenst Fensterputzen endlich ausgedient, denn ich lasse Fensterputzen so. Und jetzt sehen Sie, so ist der Haushalt auch bei größter Hitze zu ertragen, weil ich kann mich bequem einem kalten Drink widmen, während meine Wohnung staubgesaugt wird und die Fenster oder Bad wird auch alles geputzt dank dieser Roboter. Also jetzt ran ans Telefon. Lassen Sie sich ein bisschen dabei helfen.